So, welcome back to the Ponia. Ich hätte gern dasselbe einmal. Wir holen uns nochmal einen Keks und ich habe so die Vermutung, dass wir den Keks irgendjemandem geben müssen, weil... Ah, so an sich haben wir ja kein Glück damit. Gehen mal zurück, hier ist die Karte. Ah, ist schön, wie man das ja alles direkt gleich so anwählen kann. Wir gehen mal an die Docks, weil bei dem Keksen war ziemlich viel Zeug mit Angler und so Mist. Was war es noch gleich, was ich nicht mehr mit Gläsern voller Haken tun wollte? Ach ja, reingreifen. Aua. Okay, wir schmeißen den Angler was mal den Keks an. Was soll das denn sein? Ein Glückskeks. Wo du doch die ganze Zeit mit deinem ach so tollen Anglerglück prahlst, vielleicht könntest du zur Abwechslung mal den Beweis antreten. Wenn's weiter nichts ist. Da hast du es. Ich habe gewonnen. Hurra. Was? Zeig her. Nichts da. Es ist mein Gewinn. Und ich wollte schon immer, Mitglied im Schnabeltierclub sein. Aber es war mein Keks. Ist ja schon gut. Hier hast du deinen bescheuerten Ausweis. Ich bin eh bereits Mitglied in diesem dämlichen Club. Bin mal versehentlich auf ein Rubbel losgefallen. Und lass mich ab jetzt mit so einem Unsinn in Ruhe. Okay. Danke dir, mein Guter. Ach, wir können ja gleich hier zur Karte gehen. Ja, und das zeigt... Ah, falsch. Hier vorne der Durchgang. Ja, und da würde ich sagen, wir zeigen dem guten Typen mal unseren Ausweis. Ich bin jetzt Mitglied im Schnabeltierclub. Herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt offiziell ein Teil der Schnabeltiergemeinde. Muss ich mir die Haare rasieren oder Kutten tragen? Nein, aber du bekommst eine Gratiskopie der Schnabeltierfibel. Und das ist nicht verhandelbar? Bewahre sie gut auf. Sie könnte dir eines Tages dein Leben retten. Schauen wir mal rein in die Fibel. Große Schnabeltierfibel, dritte Auflage. Dann wollen wir doch mal schauen, ob was Nützliches drinsteht. Das hier ist interessant. Offenbar gibt es in jeder Generation ein Schnabeltier pro Gattung, das die Nester vor Räubern bewacht. Die Eier dieser Nestwächter werden vom Muttertier gut versteckt. Es gibt 4 Schnabeltiergattungen, also insgesamt 4 Nestwächtereier. Natürlich. Ich muss nur die 4 Nestwächtereier finden und ausbrüten. Dann landen die entsprechenden Schnabeltiere auch nicht mehr auf der Speisekarte. Und ich kann Goal endlich zum Essen einladen. Der Plan ist so bescheuert. Also so bescheuert. Der muss einfach funktionieren. Das stimmt. So. Hier steht, dass Erdschnabeltiere ihre Eier im Erdreich verstecken. Wie gut, dass ich mich nicht auf einer Insel aus Treibgut befinde. Erdschnabeltiere schlüpfen beim ersten Bodenfrost im gefrorenen Erdreich. So ein Mist. Ich kann doch unmöglich den Wintereinbruch abwarten. Hier steht, dass Flugschnabeltiere ihre Eier an hochgelegenen Punkten verstecken. Das scheinen ja richtige Akrobaten zu sein. Wie ich. Flugschnabeltiere schlüpfen im freien Fall vom höchsten Punkt ihrer Siedelstätte. Umständlich, aber auch irgendwie lässig. Seltsame Illustration. Entweder wusste der Künstler nicht, was ein Kescher ist, oder wie man ordentlich zeichnet. Hier steht, dass Feuerschnabeltiere ihre Eier in heißen Geysiren verstecken. Geysire? Sowas gibt's hier doch gar nicht. Feuerschnabeltiere schlüpfen in loderndem Feuer. Das nennt man dann wohl ein angeborenes Gespür für dramatische Auftritte. Hier steht, dass Wasserschnabeltiere ihre Eier in Ufernähe verstecken. Na prima, dürfte schwer sein, auf diesem Stück Treibgut einen Ort zu finden, auf den das nicht zutrifft. Wasserschnabeltiere schlüpfen. Bitte was? Im Maul von lebendigen Zebrafischen. Ekelig. Hier steht außerdem, Süßwasserfische sind. Dürfte schwer sein, hier welche aufzutreiben. Hier steht... Ja, raus. Alles klar, und den ersten haben wir schon hier oben, das erste Ei. Das haben wir ja schon entdeckt, beziehungsweise wir haben eigentlich schon alle Eier entdeckt. Eine Kurbel. Bei dieser Kurbelrolle ohne Kurbel fehlte eine Kurbel. Rufus, du bist ein Genie. Auf jeden Fall. Dann dreh mal an der Kurbel, mein Guter.
Laut Fiebel ist das hier ein Flugschnabeltier-Ei. Cool. Genau so eins fehlt noch in meiner Sammlung. So, runter. Laut Fiebel ist das hier die Brutstätte der hiesigen Flugschnabeltierkolonie. Hier findet der eingeweihte Schnabeltierfreund die Zutaten für die Werbung, zumindest solange es... Leg mal das Ei dort rein, geht das? Laut Fiebel ist das hier die... Aber ein... Okay, nee. Dann haben wir hier das nächste Ei. Das haben wir ja auch schon entdeckt. Erstmal Eier sammeln gehen. Aha. Tja, also... Hey, stehen geblieben. Blödes Erdmenschen. Ich weiß gar nicht, wie bewegt denn sich das? Wie es gerade lustig ist, oder wie? Ich glaube, das ist ein Spiel, wo ich das System sowieso nicht durchblicken werde. Ich überspringe das mal. Ja. Ha, hab ich dich. Du dachtest wohl, du könntest mich austricksen, was? Aber der Klügere gibt niemals nach. So, jetzt haben wir zwei Eier. Lose Erde habe ich, wenn ich mehr... Brauchst noch irgendein Gefäß. Mal reingehen. Boah, was für ein Schuppen. Haben Sie schon mal etwas vom Anklopfen gehört? Natürlich. Aber das neue Album ist mir zu kommerziell. Was haben Sie überhaupt hier verloren? Haben Sie sich wenigstens die Schuhe abgewischt? Das letzte Mal zu meinem 8. Geburtstag. Damals hat mich mein Dad? Rufus? Dad, du bist Captain Seagull. Ich. Die Schuhe, Rufus. Oh, Entschuldigung, Sir. Aha. Wow, Dad. Das ist echt voll die geile Hammer-Location. Und ein Fußabtreter aus echtem Wombat. Respekt. Fußabtreter? Ja. Er hing gleich neben der Tür. Das war mein Sonntagsmantel. Oh, hör mal, Rufus, ich hab zu tun. Sag mir einfach, was dich hertreibt, und dann geh wieder spielen, okay? Okay. Ich dachte, du seist auf Elysium. Elysium? Ja, Elysium halt. Du hast mich verlassen, um nach Elysium zu gehen. Daran wirst du dich doch wohl noch erinnern. Ach so, ja. Und wie ich mich erinnere. Was hatte ich mir nur dabei gedacht? Wo doch jeder weiß, dass es unmöglich ist, von Deponia zu entkommen. Ich war schon ein verrückter Hund damals. Ich wollte nach den Sternen greifen. Heute weiß ich, dass es sich nicht lohnt, irgendwelchen Verrücktheiten hinterherzujagen. Wenn du erst einmal so alt bist wie dein Vater, wirst du das sicher auch verstehen. Das kannst du voll knicken. Ich werde niemals so alt werden wie du, Versager. Freust du dich denn gar nicht, mich zu sehen? Ja, aber natürlich freue ich mich. Ich hab nur gerade viel zu tun. Wenn du artig bist und deinen alten Mann seine Arbeit machen lässt, dann können wir ja später noch Möwen füttern gehen. Möwen füttern? Na hör mal, ich habe wichtige Sachen zu erledigen. Dann macht es dir ja nichts aus, wenn ich mich erst später um dich kümmere, okay? Okay. Später. Das sagst du immer. Du hast deinen Namen geändert? Es hat bestimmt nichts mit dir zu tun.
Erzähl bitte trotzdem nicht überall rum, dass du mein Sohn bist. Okay. Wie redest du denn mit mir? Falls es dir nicht aufgefallen ist, ich bin kein Kind mehr. Ach, du bist jetzt erwachsen. Ja. Also richtig mit Haus und geregeltem Einkommen? Also nicht. Ich bin Bastler. Ich hatte sogar eine richtige Werkstatt in Kuwak. Du meinst doch nicht etwa die Spielzeugwerkbank, die ich dir als Kind geschenkt habe? Ich bin immer noch erwachsener als wie du. So, Willst du denn gar nicht wissen, was ich in der ganzen Zeit so alles erlebt habe? Hast du etwa schon wieder irgendwelches Chaos angerichtet? Was ist es denn diesmal? Hast du etwas in Brand gesteckt? Irgendwas gestohlen? Fremdes Eigentum zerstört? Das muss man im Kontext sehen. Ich muss den Organon davon abhalten, Deponia zu sprengen. Und was treibst du denn hier auf dem schwimmenden Schwarzmarkt? Der Organon ist weit weg. Und wenn hier irgendetwas explodiert, dann wahrscheinlich deinetwegen. Du verstehst das nicht. Ach nein. Wann hat der Organon denn bitteschön jemals etwas in die Luft gesprengt? Ja, bis jetzt vielleicht noch nicht, aber... Und wie viele Explosionen hast du diesen Monat schon verursacht? So still plötzlich. Ich zähle noch. Ich muss mich um meine elysianische Freundin kümmern. Natürlich musst du das. Wie hieß sie gleich? Babsi Bu? Nicht Babsi Bu. Eine echte Elysianerin. Ihr Name ist Gol. Moment mal. Ist das dein Ernst? Da staunst du, was? Du lernst eine Elysianerin kennen und bringst sie hierher? Hab ich dir denn gar nichts beigebracht? Nein, du warst super. Du hast sie doch nicht etwa allein gelassen, oder? Keine Panik. Sie ist gut aufgehoben. Sie sitzt unten in Gullivers Hafenspelunke. Okay. Ich habe scheinbar versäumt, dir ein paar wichtige Sachen beizubringen. Och, Dad, muss das sein? Ich weiß Bescheid über die Bienen und die Blumen. Naja, ich habe ein paar Defizite bei dieser ganzen Pollensache. Aber im Wabenbauen bin ich ein echter Pro, wenn du weißt, was ich meine. Zum Glück nicht. Aber das war eh nicht das Thema. Worauf ich hinaus wollte, war... dass du offenbar nie gelernt hast, wie man eine Lady behandelt. Hast du sie denn schon zum Essen eingeladen? Es gab da eine Schale mit Erdnüssen. Ich meine ein Date, Rufus. Ein romantisches Date. Das einzige Restaurant, das in Frage käme, wäre Che Schlumpi. Da gibt es zumindest einen exklusiven Ausblick. Leider stehen da nur Schnabeltiergerichte auf der Karte. Was ist denn so verkehrt an Schnabeltier? Es ist ordinär. Es lebt im Treibgut und ernährt sich von Essensresten. Es könnte das Wappentier von Deponia sein. Nein, Schnabeltiergerichte würden sie nur daran erinnern, dass sie sich in der Provinz befindet. Du musst dafür sorgen, dass Schnabeltiere ganz von Schlumpis Karte verschwinden. Schaffst du das? Ein Klacks für einen Romantiker wie mich. Wenn du soweit bist, kannst du auf meinen Namen einen Tisch reservieren. Aber erst dann, verstehst du? Alles klar. Was genau arbeitest du denn da? Ich muss Anweisungen an meine Bediensteten schreiben. Und das soll wichtiger sein, als sich mit seinem Sohn zu unterhalten. Wir haben uns seit Jahren nicht gesehen. Ach. Und jetzt kommt es plötzlich auf jede Sekunde an? Ich trage Verantwortung für dieses Haus und seine Bediensteten. Ich habe auch verantwortungsvolle Dinge zu tun. Ich muss die Welt retten. Und warum lungerst du dann hier noch rum? Muss ich denn immer noch hinter dir stehen, damit du deine Aufgaben erfüllst? So ein Arschloch. Ich habe dir noch lange nicht alles erzählt. Oh je, Rufus. Was hast du denn noch alles ausgefressen? Ich stehe kurz davor, nach Elysium zu gehen. Viel Glück. Ich meine es ernst. Ich gehe nach Elysium. Ach, komm schon, Rufus. Es ist ja rührend, dass du in meine Fußstapfen treten willst. Aber musst du dabei wirklich jeden einzelnen Scheißhaufen mitnehmen? Nicht jeden. Ich würde zum Beispiel niemals meinen 8-jährigen Sohn zurücklassen. Ach, du würdest ihn mitnehmen. Das würde ich. Wenn er nach dir schlägt, hoffe ich, du hast Schaufel und Beutelchen dabei. Ich erzähl's dir irgendwann. Ein guter Plan. Ich kontaktiere derweil meinen Rechtsschutzberater. So ein nicht weglaufen. Vater. Ich bin bald zurück. Vergiss den Spruch. Der zieht nicht mal bei 8-Jährigen. Von wegen Luxusvilla. Hier haben sich sogar schon Parasiten eingenistet. Das ist mein Aquarium. Ich sammle seltene Zierfische. Selten dämliche vielleicht. Und mickrig sind sie auch noch. Ich müsste sie tatsächlich mal wieder füttern. Ich
brauche Brotkrumen. So. Hier, Rufus, sei so gut und bring dieses Memo zum Bedienstetenbriefkasten. Für wen hält er sich? Für mein... Egal. Blumen. Von wegen Luxusvilla. Hier wuchert ja bereits das Unkraut. Das sind Blumen, Rufus. Die lasse ich mir als Schmuck aus dem Garten bringen. Dieses hässliche Gemüse? Sie könnten tatsächlich mal wieder etwas Wasser vertragen. Ich brauche Wasser für die Blumen. Blumen. So. Einfach mal mitnehmen, Rufus, ist klar. Bücher. Geheimtüren in Bücherregalen, Volume 1. Geheimtüren in Bücherregalen, Volume 2. Puh, diese Bibliothek ist die reinste Platzverschwendung. Als echter Gentleman lese ich viel. Als echter Blablabla. Das ändert nichts daran, dass das Regal groß und hässlich ist. Außerdem ist es hier viel zu dunkel zum Lesen. Das stimmt wohl. Ich sollte mir bei Gelegenheit einen neuen Kristallkronleuchter leisten. Aber vorerst werden es wohl auch ein paar Kerzen tun. Ich brauche Kerzen. So. Zettel Nummer 3. Das hier springt ins Auge. Geheimtüren in Bücherregalen für Dummies. Ziehen Sie an dem Buch mit dem Titel... Hier ziehen für Geheimtür. Na, wer hätte das gedacht? Ziehen Sie an dem Buch. Na, wer hätte... Ziehen Sie das, an... Ne? Na, wer hätte das... Ach, dort oben. Okay. Was ist das denn? Ein Staubsauger. Und eine Klappe. Und in der Klappe ist ein Flusensieb. Was ist das? Doch nicht etwa ein Flusensieb. Wir gehen mal hoch zum Ausguck. Willkommen beim Flagomat. Für Halbmast hier menschliche Asche einfüllen. Praktisch. Das hier ist der höchste Punkt der Insel. Und was machen Sie daraus? Sie stellen Ihren schlechten Modegeschmack zur Schau. Öse. Was für ein bescheuertes Wort. Öse. Menschliche Asche. Oh mein Gott. Mal noch aus dem Fenster gucken. Von wegen Luxusvilla. Hier ist ja die ganze Wand offen. Das nennt man Panoramafenster, Rufus. So habe ich immer den gesamten Schwarzmarkt im Blick. Dafür zieht es wie Tigerfischsuppe. Das sollte die Bodenheizung eigentlich ausgleichen. Ich brauche Kohle. So. Ich brauche Kohle. Viel zu viel. Kannst du eigentlich gar nichts alleine erledigen? Dafür habe ich meine... Wischen die dir auch den Hintern ab? Oh, da bringst du mich ab. Jetzt hör doch mal auf zu kritzeln. Sag mal, Lopra. Merkst du gar nicht, dass dir das überhaupt keine Zeit spart? Im Gegenteil, du bist die ganze Zeit nur am Nachrichten schreiben. Nicht in diesem Ton. Entschuldigung, Sir. Na toll, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich gleich schreiben? Ah, ich hab's. Ich brauche den Faden. Wassermemo, Katzenmemo, Brotmemo, Kohlememo, Fadenmemo. Noch irgendwas, was man zum Memo machen kann hier. Hey, Dad. Och, was ist denn? Siehst du? Nicht okay. Weg, der zieht nicht. Der zieht nicht mal bei 8-Jährigen. Ja. Achso, nee, das ist ja bloß das Rüberlaufen. Hey, Finger weg von dem Baum. Eigentlich wollte ich gar nicht den Baum anklicken, aber naja, das war's dann für heute. Wir sehen uns dann morgen wieder. Macht's gut und tschüss.